Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Farm Manager 2018. Mein Name ist Gadrol, schön, dass du wieder dabei bist und in der letzten Folge haben wir alles ein bisschen vorbereitet. Jetzt geht es darum, hier langsam aber sicher durchzustarten, denn ja, wir haben noch die Tomaten zu verkaufen und den Honig haben wir auch noch im Auge, aber die Tomaten jetzt erstmal vom 24.06. müssen wir ein bisschen aufpassen und ihr seht, es geht immer weiter runter. Wir brauchen dieses Kühlhaus und wir bräuchten, glaube ich, eigentlich auch gar nicht weiter jetzt so zielstrebig diese Felder abernten, weil ich glaube, da kommt eh nichts bei rum. Also muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich auch etwas enttäuscht von uns selber. Genau, wir wollen aber dann mal schauen, ob wir dann nicht vielleicht möglicherweise unsere Sachen, die wir hier erzeugen, in andere Dinge umwandeln können oder in sinnvollere Dinge oder halt anders aufbewahren. Zu einem Aufbewahren sehen wir schon, was geht nicht. Also die große Kühlhalle, da sind wir noch eine ganze Weile von weg. Aber wir könnten zwei Sachen überlegen. Wir könnten unsere Milch verarbeiten und das ist ja auch so ein Problem, dass der Milchpreis immer weiter sinkt. Andererseits hält uns der Milchpreis, wie wir hier sehen, ja auch noch halbwegs immer 2100, 4800, 2200 auf dem Laufenden. Das heißt, ich glaube, die Reihenfolge wäre richtig, erstmal zu erwirken, dass wir einen größeren Mitarbeiterstamm überhaupt, oh, ganz schnell, beschäftigen können. Und jetzt sind auch noch die Tiere bereit zur Fortpflanzung. Das bedeutet, hier würde ich nochmal den Trick versuchen, jetzt einfach mal nur die halbe Kuhzahl und dann hier den in... Wie? Da haben die Entwickler sich gedacht, ja klar, da kommt hinterher so ein Garderol und lässt erst die Kühe die ganze Zeit melken und dann, wenn wir sagen, ja, jetzt kannst du die besamen, dann verkauft er die schnell, hat so lange noch Milch rausgeholt, verkauft die schnell und verdoppelt dann seine Kühe. Nee, das geht nicht. Das wäre zu geschickt. Alter, Mann, das ist gemein. So, warte mal eine Sekunde. Wir wollten ein Mitarbeitergebäude bauen, das war's. Und das Gebäude kostet 80.000. Also bis dahin müssen wir noch sparen und dann geht es hier voran. Natürlich können wir auch mit den Saisonarbeitern arbeiten. Aber ihr wisst es selbst. Zuverlässiges Personal. Es ist ein Kreuz. So. Wir spritzen hier übrigens auch nicht präventiv. Ne? Wir machen das wirklich nur, wenn es sein muss. Und das mit dem Honig, ne? Da kriege ich ja so langsam, wird es mir da... Da wird es mir langsam, wird es mir da so ein bisschen freudig ums Herz, denn ich glaube, da kriegen wir ganz gutes Geld dafür und das ist eine schöne Sache, das freut mich. So, wie ist denn hier der Stand jetzt eigentlich mal? Da müssen wir mal ein bisschen gucken hier, 23 Tage, hier haben wir 33 Tage und hier haben wir 25 und wir haben 75, das heißt, wir müssen noch ein ganz bisschen warten oder verkaufen den Honig, um dafür Mitarbeiter einzustellen. Das längste dauern wird es auf die Äpfel zu warten. Ja, das sind nur die Samen. Und ich habe so den Eindruck, dass all die Sachen, die wir verkaufen, und zwar alle, im Preis sinken. Und jetzt sogar der Buchweizenhonig, der fällt auch gerade ins Bodenlose. Also irgendwie, dieses Spiel, ich bin mir da ziemlich sicher, das veräppelt uns. So, hier können wir jetzt mal gerade zuschlagen. Den normalen Blütenhonig verkaufen. Das reicht aber noch nicht dafür, dass wir uns den weiteren Mitarbeiter leisten können. Aber das geht vielleicht, wenn wir jetzt hier die Paprika ernten. So, da hinten kommt auch der LKW, holt die Sachen ab. Und wir machen nochmal einen kleinen Hofrundgang, wie das ein Chef halt so macht. Außergewöhnliches Angebot der Bank. Nimm einen Kredit. Bis zum 23.10. auf die Bank wird dir einen Teil zurückgeben. Naja, was ist denn, wenn wir einen Kredit aufnehmen von... Kann man doch gar nicht. Ah, gut, dann machen wir noch ein paar Schulungen. Was haben wir denn da noch? Methode und Technik beim Bewerbungsverfahren von Arbeitern. Da können wir 5% weniger Mitarbeiterkosten. Hier, Mentorkurs. Ich dachte, wir hätten das schon, aber gut. Mentorkurs machen wir mal kurz. Denn ich glaube, dass wenn wir hier noch mehr Gewächshäuser aufbauen, ne, dann werden die Mitarbeiter, ihr seht das hier, die Ausdauer wird jetzt langsamer weniger. Das ist ja schon mal das Erste, was wir erreicht haben in unserer Fortbildung. Und das andere ist, dass die halt länger Ausdauer haben. Denn was nützt es uns, wenn ein Mitarbeiter hier kurz bevor er fertig ist, dann nochmal erstmal sich erholen muss, dann nochmal wieder zurückläuft? Das ist natürlich auch doof. Und deswegen finde ich, glaube ich, sind wir
auf einem guten Wege, wenn wir das in dieser Reihenfolge machen. Die Mist ist auch ein bisschen im Weg hier. Ich wollte das alles so schön nach System machen, aber mein Ziel ist ja eigentlich, dass wir hierhin in naher Zukunft die Fläche erweitern. Was mit Automilchverkauf eigentlich? Wo wir nur 3 Kühe haben. Wird die Milch nicht mehr automatisch verkauft oder was ist da los? Verkaufen. Doch, wird automatisch endlos verkauft. Okay. Wusste nicht, dass da immer so viel Milch übrig bleibt. So, hier müssen wir einmal... Ja, es regnet gerade, aber komm. Nicht, dass uns das Feld eingeht, das wollen wir auch nicht. Was mit den anderen Feldern? Wir scheinen hier ohnehin in einem breiten Grad zu sein, wo es ziemlich warm ist. Ne? Wir haben ziemlich häufig, dass wir hier aufs Feld müssen und nochmal spritzen. Nur ein bisschen Feuchtigkeit nachzulegen. Ich will natürlich jetzt auch nicht riskieren, dass innerhalb der letzten 5 Tage hier nochmal die Ernte umkippt. Deswegen auch hier nochmal präventiv, auch wenn es jetzt gerade, wenn ihr gerade schon die Tastatur vorgezogen habt oder nach unten gescrollt, um einen Kommentar einzugeben, Gardehol, bist du eigentlich Doom? So Doom, dass es knallt? Oder heute las ich zum Beispiel mir ein Achloch. Das ist auch sehr nett. Ein Achloch, was auch immer das ist. So, aber ihr wurdet belohnt, denn jetzt geht's drum. Nicht nur, wenn wir eben gleich den Honig verkaufen, sondern... Was war eigentlich der Preis? Ganz nervös hier. Ja, obwohl, ist von 34 auf 3. Das ist ja nicht... Ist ja nicht so wirklich ganz viel, ne? Wenn wir mal ehrlich sind. Aber sobald wir dann wieder anfangen und wollen den verkaufen, dann ist der Preis wieder im Arsch. So, also, Drescher brauchen wir. Dann können wir, während wir das machen, den Trecker reparieren. Oh, der ist noch relativ heile. Gut, dass wir den guten Skill haben. Aber in 10 Tagen brauchen wir dann das Feld. So, und wir sind bei 75.767. Das heißt, noch einen kleinen Tick weiter. Und dann würde ich nämlich vorschlagen, dass wir... in aller Ruhe neue Mitarbeiter rekrutieren, uns genau überlegen, wo brauchen wir welche, wollen wir das mit den Gewächshäusern machen, wenn ja, oder nochmal so Mitarbeiter-Gewächshaus und, sagen wir mal, die Trecker fahren kann. Wir haben ja für die Obstplantage, haben wir ja eigentlich auch schon einen, der ernten kann, eigentlich haben wir nur eine Plantage, da wären wir auch nicht, da wären wir auch nichts bei. Das heißt, wir müssten eigentlich wahrscheinlich nochmal ein großes weiteres Feld anlegen, wo wir noch eine große Obstplantage hinmachen. Das könnten wir zum Beispiel hinten hin so machen und dann hier so einen Weg rumziehen. Damit hier mal überhaupt was passiert. Aber jetzt bin ich erstmal angespannt, denn in 7 Tagen ist hier die Ernte, in 16 Tagen hier. Und ich will jetzt nicht, hatten wir ja auch schon mal, dass in letzter Sekunde das alles umkippt oder wir uns gegenseitig im Weg stehen. Und hier müssen wir dann ja wahrscheinlich nochmal nachpflanzen oder das schlecht werden lassen. Ist eigentlich, glaube ich, egal. Und da, hier haben wir uns echt vertan, ne, mit der Besamung. Das war keine gute Idee. Naja. So, dann Raps haben wir keinen mehr. Das heißt, wir können mal eben kurz für die Kühe leckeren Raps einkaufen. Damit die Kühe auch glücklich und zufrieden sind. Nehmen wir mal 500. Da müssen wir auch ein bisschen mit dem Lagerplatz aufpassen. Jetzt haben wir schon 600 Honig. Das macht mich echt nervös. Ich meine, wenn wir den jetzt verkaufen, ne? Dann, ich habe die Befürchtung... dass der Preis komplett im Eimer ist. Andererseits können wir dann sofort das Mitarbeitergebäude uns holen. Und die Preisentwicklung macht mir jetzt auch nicht wirklich Mut, wenn ich ehrlich bin. Ja, genau das meine ich nämlich. So, Pilze auf dem Feld. Mittel gegen Pilze. Ab geht die Lucy. So, das jetzt auf... Das... jetzt alles wieder auf einmal kommt und wir dann am Ende da stehen im kurzen Hemd und es ist nichts passiert, ne? So, Erdbeeren nochmal. Ah, das tut mir immer in der Seele weh. Hier haben wir nochmal einen Saisonarbeiter frei. Victoria Behrig war diejenige, die wollen wir nehmen für den Obstgarten. Die haben wir also schon. Soll ich also eben was behauptet haben im Sinne von, wir brauchen ja noch Mitarbeiter für den Obstgarten. Einfach der verwirrte alte Mann hat wieder Quatsch erzählt. Ist eh klar. So, und dann könnten wir theoretisch 2 Tage... Wollen wir das erst noch ernten hier? Nee, ne? Wir wollen das hier sofort ernten.
würde ich sagen. Wobei wir das ja beides eigentlich können. So, also den Mähdrescher und den anderen Typen hier da drauf setzen. Und dann geht's richtig voran hier. Pass auf, machen wir wie folgt. Automatisch vervollständigen. Und dann nehmen wir hier den nicht, sondern die Frau Diesel. Die soll hier mal die Ernte einfahren. Denn unser Hauptmaschinist, der soll natürlich den Mähdrescher bedienen, wenn gleich dieses Feld hier reif ist. Unser erstes großes Weizenfeld mit Mähdrescher. Da bin ich mal gespannt, ob dieses, jenes, welches, ob das auch entsprechend mehr bringt, wenn wir das hier mit der Maschine machen. Jetzt haben wir natürlich, wir brauchen einen Abfahrer. Wir brauchen einen zweiten Trecker zum Abfahren. Ja gut, dann warten wir erst, bis die eine Troller da fertig ist. Wir haben ja nur einen Trecker. Schön zu sehen, wie das hier reif wird dann. Und ich denke mal, wir machen mal ein bisschen eine Perspektive. Da könnt ihr so ein bisschen gucken hier, wie die Bienen bedient werden. Wie Sachen aus den Lagern geholt werden. Wie die Mitarbeiter hier auf dem Hof rumwuseln. Ich finde das ein fantastisches, tolles Spiel. So, da brauchen wir auch zwei Mitarbeiter, ne? Also müssen wir jetzt wirklich mit zwei Mitarbeitern arbeiten, die da wirklich sehr gut sind. So, jetzt also, pass auf, vor die ganze Flotte hier. Also noch nicht fertig. So, da weiß ich mich jetzt. Mähdrescher wird bedient von dem Herrn Offenbach. Zum Abfahren macht das die Elisabeth Diesel. Und jetzt geht's los. Und die Tiere sind reif. So, jetzt aber. 1.900 kostet das, 6.000 kommen raus, ein guter Deal. Und es geht los, Leute. Es geht los. Da laufen die Leute zu den Maschinen. Und dann sind wir jetzt mal gespannt, da kommt er angefahren. Ich finde es ein bisschen komisch, dass die dann halt durch die Vogelscheuchen durchfahren. Aber naja, was willst du machen, man kann ja nicht alles haben. So, der eine bleibt hinten an dem Feldrand stehen, um dann betankt zu werden. Ja, der kann dann hier überladen, das scheint das Spiel also offenbar zu können. Nicht schlecht. Ja, und wir sind zum ersten Mal hier mit dem Drescher im Einsatz. Ich bin mal gespannt, wie das gleich aussieht. Wenn die hier... Ja, die müssen ja dann überladen oder irgendwas, ne? Und dann ist die Frage, ob wir das Getreide behalten. Nur für die Tiere ist das wahrscheinlich ein bisschen zu viel, ne? Weil die... Wir haben ja nur einen 6er Stall. Ich hoffe, dass wir irgendwann da dazu... Warum? Was? Oh, der hoppelt ein bisschen. Ich glaube, dem geht's nicht gut. Jedenfalls hoffe ich, dass wir dann irgendwann dazu kommen, dass wir auch den großen Tierstall kaufen. Wir schauen mal, was der... hier nicht, sondern hier. Achso, wir müssen ja auch jetzt noch... Nicht nur das Getreide, wir müssen jetzt auch noch die ganzen Sahne einsammeln. Ja, vielleicht haben wir Glück und das bringt ja was. So, der große Stall. Mühle. Hier ist der nämlich. Mittlerer Stall. Großer Stall. Also wir könnten jetzt... Kleiner Stall haben wir eh. Ein großer Hühnerstall gibt es auch noch. Mittlerer Stall 85.000. Aber auch dafür werden wir ja mehr Mitarbeiter brauchen. Das heißt, es bringt eh nichts, wenn wir uns jetzt dazu Gedanken machen. So, Mähdrescher fertig. Abfahrer ist abgefahren. Voll die coole Sache hier. Also ich freue mich, dass das jetzt geklappt hat. Ist immer schön, wenn bei mir mal was auf Anhieb klappt. Erdbeeren... sind am Start, können wir, da geht der Preis mal hoch. Jetzt gucken wir mal kurz auf den Weizenpreis, wie viel wir da überhaupt so, dass wir nochmal das Gefühl dafür bekommen, wie viel dafür bekommen würden. 8.000, ich würde sagen, dann verkaufen wir davon 5.000 Stück. Und den Rest haben wir dann für alle Ewigkeiten für die Tiere. Und da sollte sich natürlich jetzt auch, genau, hier die erlaubte Nahrung, die wir zukaufen müssen, wird immer weniger. Und jetzt geht es hier direkt weiter mit der Ernte. Wir haben das schon gesehen. Automatische Rumsti-Bumsti. Und zack. Und das Geld ist übrigens jetzt auch drin für unser Mitarbeiterhäuschen. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir gucken können,
dass wir die, ja, die Sachen hier verkaufen, die wir jetzt hier noch an Hafer, ich weiß nicht, ob Hafer oder Weizen, was da einen besseren Preis bekommt. Dann haben wir jetzt auch wieder mehr Milch durch die Kühe und dann können wir das Mitarbeiterhaus kaufen und können natürlich sehr viel entspannter jetzt an die Sache rangehen, was die Gewächshäuser und so angeht, weil die sind ja auch dauernd fertig, ne? Also hier haben wir jetzt schon wieder ein Gewächshaus fertig. Da müsste man Saisonarbeiter nehmen, aber ich möchte dann schon gerne so einen Apfel-Obstbaum-Konglomerat hier haben, vielleicht noch einen weiteren Fahrer und so. All das und mehr in der nächsten Folge. Ihr könnt selber spielen. Link in der Videobeschreibung. 10% sparen dank unserem Partner Games Rocket. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Mein besonderer Dank an die tollen Unterstützer auf Tippi, deren Namen hier aufgelistet sind. Weitere Infos dazu findest du auf garda.link/tippeg. Wann die nächste Folge deines Lieblingsspieles kommt, siehst du im Sendeplan unter tv.garderol.de. Und jetzt viel Spaß mit unserem anderen Programm und hier auf YouTube.